Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Das hier wird ein DM-Haul. Amelie ist mit dabei, deshalb könnten Geräusche im Hintergrund sein. Sie fängt schon an, die Taschen auszupacken. Also ich stelle es einfach mal so vor, wie es in den Taschen ist. Es sind drei Stück. Ich habe hier einmal Gläschen. Amelie kriegt ja noch diese Kur und dadurch brauche ich Gläschen. Jetzt habe ich mal ein paar andere mitgenommen, so zum Testen. Hier ist Pflaume-Apfel-Birnen-Müsli. Das hatten wir noch gar nicht. Sonst haben wir so eine Standard, sowas wie Pfirsich in Apfel oder nur Apfel. Mango in Apfel, das hatten wir auch schon ein paar Mal. Apfelmango mit Hirse, das ist auch neu, das hatte ich noch nicht getestet. Apfelbirne mit Dreikorn, auch noch nicht getestet. Pflaumen, Apfel und Apfelhimbeer-Heidelbeer. Die haben wir auch standardmäßig. Genau, dann die große Dusche. Dann habe ich viermal meine Wattepads mitgenommen, die brauche ich ja immer. Die sind einfach super, super praktisch. Mal. Dann habe ich Windeln. Dreimal, zweimal für Jamie, die Größe 5. Ich bin umgestiegen auf die Nature. Die sind ein bisschen schmaler geschnitten. Ja, aber ich finde es halt gut mit klimaneutral und hier, na, wie heißt das? Was steht da? Bio-Außenvlies-Saugkörper mit Bio-Ab. So, aber ne, also diesen Saugkern, das ist alles so ein bisschen nachhaltiger, ne? Das ist jetzt ein Paket für Oma und dann das ist für Kita. Und Amelie habe ich bis jetzt nur eine Variante gefunden, wie das nachts klappt mit dem Wickeln mit Stoff. Funktioniert aber nur einmal, weil ich diese Windel nur einmal habe. Genau, das heißt, sie kriegt nachts noch eine Wegwerfwindel um. Deshalb kam noch ein Paket in der Größe 4 mit. Das ist auch die Nature-Variante. Ne? So, Tasche leer. So, Amelie hat hier schon ausgepackt. Stilltee. Ich trinke ihn super, super gerne. Wenn man einen Tee, Stilltee haben möchte für die Milchbildung, ist der jetzt nicht geeignet, weil da dieses Boxhornklee nicht drin ist. Also es ist im Grunde genommen wie eine, ja, Piep, ne? Also viel Feier. Piep. Ich weiß nicht, ob man das sagen darf, das Video dann gesperrt wird. Ja. Ich meine, die gaukeln ja vor, dass die Frau mehr Milch hat damit, ne? Und es gibt so viele Varianten an Tees, aber es muss Boxhornklee drin sein und nicht Anis, Fenchel, Kümmel, Melisse, Zitronen, Werbe. Also ich meine, die sind auch bei den anderen Tees drin, weil dadurch die Blähungen reduziert werden. Genau. Ich trinke ihn im Grunde genommen, weil ich Fenchel, Anis, Kümmeltee alleine ohne diese zwei anderen Sachen nicht so gerne trinke, trinke ich diesen hier. Einfach damit Amelie es einfach hat für die Verdauung. So, ausgepackt hat sie hier. Eins lasse ich ihr. Die sind sehr lecker. Die essen wir total gerne. Schokoreiswaffeln, Vollmilch. Kann ich nur empfehlen. Für den süßen Zahn und ist ja, also ein bisschen besser als nur Schokolade. Ich weiß nicht, was hier überhaupt drin ist, genau. Zutaten: Vollmilchschokolade 60% aus Rohzucker, Kakao, Butter 21% Vollmilchpulver, Kakaomasse, Vollmilchextrakt, Reiswaffeln, ja, Vollkornreis, Sesamsamen, Meersalz. Also im Grunde genommen ist es ja ganz okay, ne? Ist halt Schokolade. So, dann hat sie hier schon. Bügeln. Italienische Kräuter. Ich habe gestern ein Rezept gemacht, da brauchte ich italienische Kräuter und ich hatte keine mehr. Und jetzt habe ich sie da gesehen und oh, ist so praktisch. Direkt mitgenommen. So. Dann, ich liebe das ganze Dinkelmehl, wollte ich sagen. Das ganze Dinkelmehl. Ich liebe die ganzen Mehle von DM und deshalb kam das Dinkelmehl Typ 630 mit. Das ist eins meiner gängigsten Mehle, die ich zum Backen benutze. Dann einmal Pinaten.
als Mundschutzcreme. Dann habe ich Hey, entdeckt einen Badewürfel. Ich kann nicht lesen, ne? Einen Badewürfel mit feuchtigem Melonenduft. Also wie so eine Badebombe im Grunde genommen ist das. Und das ist mal nicht in Plastik eingepackt. Und dieses Säckchen kann man ja weiterverwenden. Ne? Also ist das richtig super. Sieht so aus. Kann man es erkennen? Jetzt kommst du hier näher, ne, kleine Maus. Ja? Hast du die Zahnpasta von deinem Bruder? Nee, ich kriege es gerade nicht raus. So, dann weiter. Ich habe mal mitgenommen Duschpflege von Fomain. Wir haben einen anderen Duft gehabt und waren damit top zufrieden. Die benutzen wir gerade. Und hier ist noch so ein festes Shampoo mit dabei, so ein kleines Mini-Pröbchen. Genau, ich bin mal ganz gespannt, wie wir das finden. Wir testen uns ja noch durch. So sieht das aus hier, dieses Feste. Und das schäumt super gut. Sitzt du hier dran? Mal Platz. So, dann hat sie hier ausgeräumt Zahnpasta. Wir nehmen die Odol mit 3 von 2 bis 5 Jahre. Drehen mit Baby. Jetzt müssen wir erstmal wieder das Stativ richtig hinstellen. Und es klingelt, ich komme wieder. Okay, wir sind wieder da. War Pakete für die Nachbarn. Genau. Ich weiß gar nicht, ob da jetzt auch Puppertier drauf ist auf der Tube. War das einzige Design jetzt. Darauf kommt es mir nicht an, aber ich dachte, oh, da freut er sich mehr. Oh ja, ist sogar drauf. Da Chase drauf. Doch wird er sich freuen. so. Dann habe ich damit waren wir zufrieden. Feste Duschseife. Es ist so Dusch für den Körper, ne? Sieht so aus. Ist total ergiebig. Wir wollen es aber diesmal, damit man das Ganze nicht nass macht, wollen wir es kleiner schneiden diesmal. Und testen, ob es dadurch länger hält. Mal gucken. Also es hält definitiv länger, als wie wenn wir Flüssigsachen nehmen. Dann habe ich hier eine feste Spülung mal mitgenommen zum Testen. Mein Gott, ich halte euch in der Hand. Zum Testen habe ich noch nicht gehabt. Das ist ja meine Standardseife, mit der ich am besten zurechtkomme hier. Von Spike. Ich wollte schon Speck sagen, aber steht Spike. Jetzt zeig ich mal. So, was haben wir da noch? Hier ist der andere Duft. Was ist das? Kokos. Kokos. Ah, Kokos mag ich eigentlich gar nicht, aber mit dem Geruch komme ich zurecht. Eigentlich wird mir immer schlecht von Kokos. Genau. Dann haben wir hier nochmal Sonnenschutz. Wir nehmen immer die. Wir fahren mit der hier am besten. Wir benutzen die alle. Das heißt auch Kevin und ich. Ja, das Letzte ist, was ich ausprobieren wollte, habe ich hier beim anderen Haul gesehen, vor ein paar Tagen, von Ding mit diese Spülmaschinentabs. Ich habe mich immer aufgeregt, dass unsere Spülmaschinentabs halt nicht so schön für die Umwelt sind und dann auch noch in Plastik alle einzeln eingepackt sind. Wir haben halt Finish und die machen halt eine super Leistung. Genau, und jetzt wollte ich was anderes ausprobieren. Ich habe nicht gedacht, dass die Packung so klein ist, ne? Das ist Ding mit Nature. Genau. 30 Tabs sind drin. Ja, ich bin mal gespannt. Also ich werde dann berichten. Ich habe auch noch gar nicht geguckt, woraus die sind. Im Laden Bleichmittel, Sauerstoffbasis. Oder müsste ich gucken, das nächste kann ich noch nicht mal aussprechen. Ja, nicht nitrogenoside Phosphate, Enzyme. Ja, ich müsste mir das genau im Internet angucken, was ist so. Ob das wirklich besser ist. Ne? Jetzt fällt meine Kamera wieder. Kleine Maus. Ich hoffe, euch hat mein kleiner chaotischer wohlgefallen. Und ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei.